Moin zusammen und willkommen zur nächsten Folge von Let's Play 476 in Teamwork mit Wanderer.de. Heute geht es Richtung Charleston und was wir da so alles erleben bei, das seht ihr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Generatoren waren das, genau. Ja, ist ja doof, wenn da die Hälfte fehlt plötzlich. Ja, das ist richtig, ja. Ne? Also das ist dann nicht so schön, finde ich. So, ich okay, mach ein. Guck mal, die könnte ich eigentlich auch so rumdrehen. Machen wir das mal andersrum. So. Zack. Ja gut, vielleicht waren die Schwierigkeiten schon vorher. Ja. Was man ja immer nicht, ne? Ich hoffe nur, dass es jetzt klappt. Ja, nicht schlecht, Moment. Dann mache ich mal hier so dran. Okay, Strom auf den, ja. Strom von dort. So. Von dort. Was? Okay. Dann muss ich noch einen Anschluss haben. Und der kommt erst noch da drauf. Okay. So, dann mache ich dort einen hin. Den wahrscheinlich so. Genau. Ja, genau. So. Bin ich wieder im falschen Modus. Ich liebe das, wenn es mich immer in den anderen Modus schickt. Ich liebe ja. Das sehr. Das könnten die ja nur wirklich mal langsam in Ordnung bringen. Weil für Person-Modus ist Person-Modus, ne? Ja. Oder? Ja. So, guck mal, das passt jetzt. Passt es so wunderbar. Hier kann man jetzt nicht mehr durch, das ist schon mal gut. Ey, gehen in einer Modus verflixt. Manu. Hier ein Ding. So, so jetzt nehme ich die raus. Die raus. Und der auch. Irgendwie sind die leiser, die größeren. Ja, das Gefühl habe ich auch, genau. Tatsächlich, ne? Ups. Na, das kann, weil sie in dem kleinen Raum hier stehen. Cool. Dadurch ist das leiser. Und wenn ich jetzt noch eine Tür davor machen könnte, wäre ja auch nicht schlecht. Tür. Türen. Ach da, Türen. So. Ist schon wieder in dem Modus. Tja. Schloss. 3. Habe ich hier vorne eigentlich schon ein Dreierschloss? Nee. Mache ich das gleich mal. Verstehe ich nicht. Geht das nicht? Ich glaube, die muss ich wieder rausnehmen. Ist auch blöd. Muss man nur um das Schloss auszutauschen, muss man die Tür rausnehmen. Na, ja, das stimmt, ja. So, Tür rein. Okay, dann gehe ich da hin, mache ein Schloss. So, jetzt haben wir ein Dreier-Schloss drin. Und oben, was hatte ich oben? Weiß ich gar nicht. Bleib in dem Modus verflixt. Ach, das ist ja null. Das hat überhaupt keinen. Ja doch, ist entsperrt, aber
Na gut, nehme ich die auch noch mal raus. Oh. Geh in den Modus bitte. So. Kommt jetzt raus. Neue kommt rein. So. Dann mache ich das Schloss. Das machen wir natürlich auch auf Maximum. So. Jetzt sind meine Türen allesamt korrekt. Ach, du bist hier. Okay. Das ist ein Dreier. Das ist ein Dreier. Vor der Tür ist jetzt auch Dreier. Okay. Ja, dann mache ich mir jetzt noch Munition, würde ich sagen. Wolltest genau, du gerade ran? Nee, ich habe gerade fertig. Also ich habe mir auch Munition gemacht und bisschen meine nach dieser Automatik angeschaut. Ja. Und ja. Könntest du noch verbessern vielleicht? Muss mal schauen. Also kann man eigentlich ganz gut verbessern. Ich habe gar nicht so viel Blei, wie ich dachte. Hm, schade. Oder warte mal. Na, Blei habe ich auch nicht mehr. Ja, ich habe nur 14 oder 15. Das sind nur zwei Packungen. Habe ich nicht noch. Moment. Eine Idee. Wenn ich. Munition schmelzen. Ich kann nicht schmelzen. Haben wir das noch nicht gelernt? Nee, ich habe kein Eisenerz. Okay. Kann man Munition einschmelzen? Nee, leider nicht. Kannst du aber verkaufen, wenn wir sie nicht benutzen. Das können wir machen. Da können wir noch einen Verkaufsautomat später aufstellen. Aber das möchte ich nicht an dieser Stelle machen. Mhm. Hier ist sowieso sehr exponiert hier. So, ich will mir noch mal kurz die 10 mm genauer anschauen, die ich habe. Das ist Stufe 5. Habe ich denn 10 mm Stufe 10? Nee, nur die Maschinenpistole. Gleich mit dem Revolver schießen habe ich. Oder dem Jagdgewehr. Mhm. Dollarbüchse, die kann ich hier lassen. Was ist meine Kiste? Dass ich hier keine Munition mehr für. Ach, nicht schon wieder. Ist Robot. Ja, Roboter sind das. Okay. Kommst du klar da hinten? Ja. Haha, erledigt. Ich hab die Tür vergessen zuzumachen. So. Okay, ist ein Augenbot. Ich weiß nicht, ob du den schon hast. Nee, den habe ich nicht. Meistens, doch, habe ich. Meistens, die haben meistens Stahl. Mhm, genau. Jo, der hatte auch Stahl. Was haben wir hier wieder drin? Nichts. Nichts, okay. Da Baseballhandschuhe nehme ich mal mit. Oh, Haarklammerbox. Mhm. Eine Haarklammer wahrscheinlich. Na gut. Immer noch besser als gar nichts. Ja, das stimmt, ja. So, dann gehen wir doch mal kurz wieder rein und schauen wir noch mal, ob alles gut ist hier drin. Ja, Blei macht mir ein bisschen Sorgen, dass es nicht besser geht hier mit dem Blei, ne? Ach ne, wir haben ja gar kein Blei, wir haben ja hier Stahl. Wie sieht das eigentlich bei dir mit dem Stahl aus? Vielleicht sollte man eine Bleiader suchen. Ja, statt Säure, ne? Naja, Säure ist wichtig. Die werden wir auf jeden Fall noch eine Weile brauchen. Aber ich denke, das wäre vielleicht Blei und statt Stahl. Weil dann hätten wir Stahl, kann man zur Not auch kaufen. Das kriegen wir immer wieder. Ja, vor allen Dingen sammelt man den ja auch viel, ne? Ja, genau. Und der ist ja fast überall drin. Lass uns doch mal nach einer Bleiader gucken. Ich überlege nur gerade, ob hier eine in der Nähe ist oder ob wir es wagen, in den Süden zu gehen.
Da wüsste ich eine, die wir später gut benutzen können als Sprungadresse. Da stehe ich in meinem Solo auch. Das ist eigentlich ganz gut dort. Könnten wir natürlich versuchen. Wir müssen ja, ne? Oder? Von mir aus können wir das machen, ja. Wollen wir das riskieren? Ja. Könnte sein, dass wir ein paar schwere Gegner begegnen. Ja, mal gucken. Gibt ja Punkte, ne? Ja, genau. So, vielleicht kriegen wir ja auch die ein oder andere schöne Waffe zum Mitnehmen. Was wollte ich jetzt eigentlich gucken? Ach so, ich wollte die Maschinenpistole noch mal prüfen. Das müsste ich so machen, genau. Ja, die ist nicht heile. Moment. T und R, genau. So, was können wir denn daran noch modifizieren? Schauen, Standardverschluss, da ist nichts mehr. Kurzhalllauf 17 und 50 Präzision. 17 und 50, das ändert sich nicht. Nö. Standardkolben. Ja, da fehlen wahrscheinlich noch die Mods. Gut, ich behalte die trotzdem mal. Ja. Das ist, achso, Moment, V, ne? V.10. Maschinenpistole. Maschpistole. Oh, ich mach mal das so. Okay. Muss ich mich nur entscheiden, was ich mitnehme. Maschinenpistole oder... Ach, die hat ein bisschen mehr Schaden. Dafür hat die Pistole selbst aber mehr Präzision. Präzision ist nicht sehr gut, nee. Ich glaube, ich nehme die Pistole mit. Ja, das ist besser. Versuche die nochmal aufzumotzen. Vielleicht kriege ich... Ah, das große Magazin habe ich schon. Aha. Ja, das habe ich tatsächlich. Dann nehme ich die mit, dann lasse ich die andere hier. Sei denn, du willst sie mal ausprobieren. Maschinenpistole haut nur die Munition schneller raus. Ja, ich bin zufrieden eigentlich mit dem, was ich habe, ja. Gut, dann packe ich die erstmal weg. Ich habe ein paar Granaten mit. Meine Pumpgun lasse ich hier. Ich hatte eigentlich gehofft, warte mal. Ah, ich muss den Silberstreifen anziehen. Moment. Die Kleidung nochmal prüfen. Ja, die macht nämlich auch plus 1 Ausdauer. Ich habe doch, glaube ich, auch sowas gekriegt. Warte mal kurz. Ja, müsstest du eigentlich. Weil in der Regel kriegt man das im Team dann auch. Beide. So, das packe ich mal weg. Hat nämlich zusätzliche Tragekapazität auch. 5 und Ausdauer plus 1. Das ist nicht schlecht. Jo, das nehmen wir auf jeden Fall. So. Dann schlage ich vor, dass wir einfach mal losmarschieren, oder? Ja, würde ich auch sagen. Soll vielleicht noch ein bisschen was essen? Wie sieht das aus? Ja, doch, sollten wir machen. Ich werde noch mal Köterkeule futtern. Ich muss noch mal kochen. Ich muss noch mein Pötsche. Mein Pötsche ist nicht da. Wo ist mein Pötsche? Ach, hier. Nein, abgekochtes Wasser mache ich noch mal. Knallbeerensaft. Was bringt der Knallbeerensaft? TP plus 10. Okay. Gut. Da. Ah ja, mal was Rattenhappen. Was für ein Wort. Ja.
So. Okay. Schaut bei mir mit Muni aus. 2,62. 2,53 für die 45er. 2,94. Also knapp 1000 Schuss. Mal schauen, ob ich noch was machen kann, aber ich glaube nicht. Nee, ist nichts Vernünftiges. Schrotpatronen, wie sieht es bei dir mit Schrotpatronen aus? Da habe ich noch 345. Ach so, ja, das ist ja eine ganze Menge. So, ich werde mal 10 Splittergranaten mitnehmen. Die Power-Rüstung-Chassis nehme ich auch mit. Die lasse ich immer bei mir. Mit mindestens einem Kern. Wobei ich einen Ersatzkern habe. In der Power-Rüstung ist ein Angefangener. Der andere ist aber auch nicht so groß. Gucken, ob wir die irgendwo... Ist nur für Notfälle. Na, ich habe die jetzt auch eingepackt. So. Ja, so. Hast du da einen Kern drin? Ja. Okay, und hast noch einen Ersatzkern? Genau. Habe ich jetzt? Hab ich jetzt ich habe einen eingepackt, genau. Oh, ich habe auch noch einen, okay. Ja, dann halt los die Tür. Okay, wollen wir los? Ja. Ja, ist alles gut, ne? Ja, hier ist alles gut. Hast du zu trinken? Ich habe noch genug, ja. Ja. Okay. Ja, ich bin etwas besorgt um die Lady da oben. So, ich habe die Waffe. Ich habe die Waffe mit 18 Schuss. Wunderbar. Das ist eine 6-schüssige. Oh, Moment, die muss nachgeladen. Ach nee, die kann ich gar nicht nachladen. Die ist schon aufgeladen. Okay. So, ich würde sagen, wir suchen mal die Eisenbahnlinie. Und ja, das müsste rechts rum so ein Stück sein. Hier so. Ja. So, dann können wir an der Eisenbahnlinie nochmal über Sutton laufen, ein paar verbrannte Platten machen. Genau. Ja, ein bisschen looten. Oh, da unten ist sie, glaube ich, schon. Das hört sich komisch an. Ja, das ist richtig. So, ich glaube, da müssen wir aber nach links weiter. Ist das schon Zatten? Das sieht fast so aus, ne? Ich würde sagen, ja. Das ist Zatten, ja. Okay. Yippie. Appa, Weitsprung. Da unten ist ein Gule auf jeden Fall vom Geräusch her. Aber wollen wir den noch mal mitnehmen? Ja, schadet ja nicht. Ah, scheiße. Geräusche falsch. Eine blöde Ratte. Moment, falsche Waffe. Falsche Waffe. Mein Gott, ist sie schwer zu töten. Ja, das stimmt. Ehrlich, also... Also diese Ratten sind widerlich, finde ich. Ja, sind die. Ich mag die echt nicht. Was haben die denn hier rumgeknabbert? So ein Teddy, das ist Stoff. Hey, der macht immer so komische Geräusche. Hier hinten. Hier ist ein Tresor, warte mal. Ah, hier ist eine Werkbank. Oh ja, den mache ich mal auf. Abgebrochen. So, was haben wir denn schön? 45er Patrone. Ja, das können wir. Jetzt haben wir noch eine Lederrüstung, linker Arm. Na toll. Gerade frisch gemacht. Oh, da kommt ein Wörtebird. Macht denn die Bruderschaft schon wieder hier von Krach? Die müssen wir uns aber nicht kümmern in der Regel. Ja. Nee, habe ich nur noch nie gesehen im Spiel hier. Wusste ich gar nicht, dass sie hier auch sind.
Schön. Ja, die tauchen manchmal auf. Hm. Was ist das? Ein Eimer. Dort, Hast du alle? No. Hast du da an? Du hast ja schon einen Kampfanzug an, oder was? Muss ich selber mal gucken. Militäruniform habe ich wahrscheinlich. Ach so. Ja, kann sein, dass es irgendwo aufgekurbelt ist. Ja, genau. Wir sind Verbrannte. Ja. Oh. Plankman. Ja, genau. Ey, der ist leer. Warum ist er leer? Hä? Was war das? Hey, das war ein Gleisgewehr. Da schießt er mit dem Gleisgewehr. Ah. Cool. Oh, der hat aber ein Monster da vor sich hängt. Meine Güte. Ja, so auf sowas hoffe ich ja immer noch. Das gibt's leider nicht so häufig. Aha. Ja, die ist gefährlich, die Waffe. Also ein Gleisgewehr. Das Gleisgewehr ist echt cool. Wenn wir das kriegen, irgendwo. Das macht Scouty. Schrotpatrone. Rückläufiges 44er. Naja. Ah, ich häng fest. Das habe ich mir auch gehabt. Die macht immer wie eine Lokomotive. Ja, das ja. Ich finde das echt schön gemacht. Au! Kommst du denn her? Springt mich doch hier einer an? Also, hat noch nicht mal was bei sich. Überwiegend was mitschleppen. Ja, die haut doch ganz schön Munition raus, hier die Zehner. Was hast du Schönes gefunden? Ich hatte vorhin im Haus ein Rezept gefunden. Warte mal kurz. Wie hieß denn das? Blutblatt. Ach nee, das kennen wir schon. Teeaufguss. Nee, das ist schon bekannt. Ja, das scheint schon. Das kennen wir schon. Wir können ja hier nochmal. Oh. Mit der Granate. Hab ich auch. Ja. Hä? Wo kam der jetzt her? Ja, der Ratteweg. Moment, hab's. Oh, Schrott. Gebe ich dir nachher das Schrott. Ja. Weil ich habe keine Schrotflinte mit. Ich könnte natürlich jetzt eine benutzen, aber... Ja, genau, ich habe auch eine, ja. Ich habe eine mit sogar, ja. Ja, du schießt ja eher damit im Moment als ich. Oh, das ist ein Herd, wenn wir einen brauchen, können wir kochen. Und hier sind zwei Werkbänke zum Zerlegen. Hat der wieder was? Oh ja, deine Splittergranate, schön. Was hast du? Auch eine Splittergranate. Aha. Okay, ich zerleg mal eben. Ja, das wäre ich am Morgen. Schrott. Kurzläufiger 44er. 40 Schaden, Präzision 78. Nö. Ist immer noch nicht der Hahnspanner. Den möchte ich gerne haben. Vielleicht kriegen wir den ja noch. So, 45. Gut. Da waren wir schon. So. Könnten wir nochmal zum Bahnhof laufen, dann können wir nochmal ablegen. Genau. Ja, das wäre nicht verkehrt, glaube ich. Ja, so. Wenn wir hier hochgehen, müssen wir hier eigentlich auch rauskommen.
Ja, das klappt. Nochmal durch die Kirche gucken. Hey, wollte ich kurz sagen, das geht so nicht. Jetzt hier denn eine Badewanne. Oh, Eimer, die nehme ich gleich mal weg. Ja. Ein Pastorengewand. Brille. Ein Anführertagebuch. Ich lese mal vor, ne? Ach nee, das ist mir zu viel. Och, okay. 3 Seiten, 4 Seiten. Na gut, das ist natürlich sehr viel dann. Ja, das nee, das nehme ich mal noch mit. Das lese ich nicht. Das ist echt ein bisschen heftig. Hier ist eine 44er und ein Patron. Oh, ja, die könnte ich brauchen, die 44er Patronen. Und die andere zerlege ich oder verkaufe ich. Weil ich warte auf den Harnspanner und der Harnspanner ist 44er Munition. Das hier. Flugzeugmotor. Vorsicht, hier ist irgendein Vieh. Ja. Nehmen wir mal, was Ratte, wie es aussieht. Nee, wieder diese kleinen Ratten. Ja. Einmal. Eine habe ich draußen. Ja, ich habe hier eine drin erledigt. Guckst du noch in die Schränke? Ja, da genau. War eben was drin. Weil hier in den roten da, den Werkzeugkasten. Genau, da habe ich auch gerade reingeschaut. Hier ist noch ein Zettel. Okay, ich glaube, dann können wir hochgehen zum Bahnhof. Hast du was gefunden? Hier lag ein Zettel. Aha. Hier an der Stelle. Teileliste. Ach so. Der Vogel fliegt erstmal nirgendwo hin, aber ich habe ihn auf Herz und Nieren durchgeschickt und mir die Teile aufgeschrieben, die ich finden muss, um dieses Baby wieder in die Luft zu kriegen. Na gut. Aber, Andere Scheinwerferanlasser. Naja, Scheinwerfer brauchst du nicht. Aber einen Anlasser würde ich einbauen. Ja. Okay, lass es mal zum Bahnhof, genau. Glaube ich, hocheiern, ne? Ja, das ja, müsste genau. Hier sein, genau. Hier noch was? Nö. Ippi, willkommen. Warte mal, wir können hier um die Ecke rum. Jupp, ein Dinnerteller ist ja da drin. Was ist hier drin? Billarddreieck. Oh, Haarbürste. Naja, gut. Haarbürste, ja. Das ist, glaube ich, Plastik immer ein bisschen. Das ist nicht schlecht. Mag alles manchmal so harmlos sein, aber da ist oft das Material drin, was wir brauchen. Ja. Ist nix. Hier ist noch eine Kiste mit dem Kühler. Kannst du noch mal gucken. Hier ist noch etwas. Oh. Deine verkaufe ich, die will ich nicht, die ist mir zu säuerlich. Hier, ein Pulowski-Selbstschutzbunker. Ich mach mal auf. So, das hat sehr geholfen, der Schutz. Ja, ehrlich. Ich glaube, den machen wir mal wieder zu. Da ist nichts drin. Oh. Jetzt hast du die Beine eingeklemmt. Ich nehme mal das Klopapier mit, das können wir brauchen. Ab und zu. Lose Schrauben. So, ist hier noch irgendwo was? Da ist eine Werkbank. Warte mal, ich mache noch mal klein. Oh, hier ist auch so eine Ekelratte. Ja, so. Hier liegt auch wieder eine Notiz. Aha. Moment, ich wollte T drücken. So, die Flaschen alle. Und ich komme sofort, die mache ich kaputt. Das Drohnenwand brauche ich nicht, Prinzessin brauche ich nicht. Und alles weg, so. Wo hast du die denn? Ach, da. Wir unterstützen Quinn Carter.
Die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss!